So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr kennt doch alle die Tees von Capital Bra. Ihr kennt aber auch die Tees von 4Bro. Und normalerweise habe ich gesagt, ich kann den Hype um die Capital Bra Tees gar nicht so recht nachvollziehen. Ich finde sogar die 4Bro Tees irgendwie geschmacklich besser. Die Verpackung, das ganze Design, dieses Drumherum, dieses 4Bro-Thema, Bro hier, Bro da, Matt Riddle. Ich muss immer an Matt Riddle denken, wenn ich 4Bro lese oder 4Bro höre. Trotzdem gibt es eine neue Capital Bra Teesorte. Die seht ihr hier. Das ist nämlich Bra-Tee in der Bali-Edition. Das heißt, hier müssen wir natürlich testen, um zu gucken, was das ist. Ihr kennt diesen typischen Look, obwohl eigentlich nicht. Gut, die war vorne drauf ja immer ein bisschen schlicht gehalten, was vollkommen okay ist. Besser als wenn es überladen ist. An den Seiten habt ihr überall Bra-Tee, Bra-Tee, Bra-Tee stehen. Genau wie hier auf der Seite. Gut, da steht nur Bra und nicht Bra-Tee. Also Bra, Bra, Bra. Dann habt ihr hier wieder diesen Look. Die gab es ja, ich habe keine Ahnung. Nee, das war auch 4Bro. Einmal oben so zusammen mit dem Ding drauf und einmal so vorne wie eine Milchpackung. Sieht immer unterschiedlich aus. Und hier ist genau wieder das, was ich so lustig fand. Das zeigen wir euch mal so rum. Das könnt ihr jetzt eh nicht lesen. Jetzt ist es wieder unscharf. Capis Bra-Tee ballert übertrieben krass. Schmeckt schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt. Ja, das ist ein, das wörtliche Rede hier, das ist ein Zitat von Capital Bra. Und hier habt ihr auch wieder ein Bild von Capital Bra mit Kakadu auf der Schulter. Ist das nicht genial? Die Bali Edition. Was das jetzt genau sein soll, hier steht nämlich Grünteegetränk mit Meerfrucht-Vanillegeschmack. Grüntee ist schon mal richtig genial. Vanille ist auch richtig genial. Beere mit Vanille klingt interessant. Da muss ich 4Bro noch eine Seite abschneiden, eine Scheibe. Meine Lieblings-4Bro-Sorte aber immer noch die Honigmelone. Jetzt gibt es aber auch dann, glaube ich, Wassermelone-Minze. Müssen wir auch noch testen, habe ich aber noch nicht gesehen. Capital hat ja die normale Wassermelone. Wir schenken uns diesmal was hier ein in unser Bierglas, dass wir die Farbe auch mal begutachten können. Sieht aus wie Bier oder Pisse oder Bierpisse. Sieht aus wie beides. Nehmen wir einen Schluck von dem Bierglas, Tee, der immer noch nach Bier riecht. Ja. Hat eine leicht fruchtige Note mit Vanille. Schmeckt, aber erinnert mich trotzdem irgendwie, wenn ihr jetzt so Fruchtcocktail in eine Dose kauft, wo diese verschiedenen Früchte drin sind und du die Früchte raus und habt die ganze Brühe noch übrig und ihr trinkt die Brühe, genau so einen Geschmack hat das, weil das ist ja mehr Frucht und das andere ist auch so ein Fruchtcocktail in der Dose. Schmeckt also wie Fruchtcocktail-Dose. Mit Vanille. Ist aber okay, werde ich aber mal in den Kühlschrank packen dann und mal ein bisschen kühlen. Ist schon wieder hier raumtemperiert. Habt ihr die Sorte schon mal probiert? Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr die anderen Capital Bra Tees schon getestet? Kann man trinken? Aber ich glaube, so ein ganzes Pack mit einmal so einfach zum Erfrischen ist, ist trotzdem wieder ein bisschen zu strange, dieser Geschmack. Da bräuchte ich wirklich, keine Ahnung, irgendwas mit Kohlensäure, damit das richtig reinscheppert. Bali Edition. Wir wären aber nicht hier Ramses Kitchen, wenn wir nicht am Ende natürlich wieder eine Dose 5-0er Dosenbier hätten. Und normalerweise mache ich die immer auf, schütte mir die rein auf Ex und rülps danach ein bisschen, aber mein Arzt hat gesagt, Ramses, du hast viel mehr von dem Bier, wenn du das dir einfüllst und während des C-Day-Streams jetzt trinkst. Und so werde ich das jetzt machen, deswegen habe ich ja das Bierglas immer noch dastehen. Das heißt, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Probiert ruhig den Capital Bra Tee. Ist auf jeden Fall ein besonderer Geschmack, wenn es um Tee geht.
Wassermelone fand ich trotzdem da schlimmer, weil das so extrem künstlich geschmeckt hat. Das schmeckt eigentlich wirklich vanillemäßig, das schmeckt fruchtig, das schmeckt alles dabei. Und guckt mal, wie schön da eingeschenkt wurde. Da ist eine kleine Schaumkrone oben auf dem Bier. Da ist Bier drin und guckt euch die Farbe an. Ist das nicht schön? So muss ein Bier aussehen. Auf die Dicken, ne? Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.